Oh nein. Ein weiterer Nagel im Portalbaum. Weißt du, wo wir sind? Auf keinen Fall. Wer bist du? Oh. Was hast du gesehen? Die Gestalt. Verstehst du es schon? Ich... Nein. Ich habe eine Geschichte für dich geschrieben. Sie hilft dir vielleicht besser zu verstehen. Fürchte dich nicht, aber sei vorsichtig. Eine Geschichte. Der Feldschrat hat dir eine Geschichte gegeben. Um sie dir anzuhören, klicke auf Bonus-Sammlung im Inventar des Spielmenüs. Ich sage Geschichte. Das nur alles zu bedeuten hat. Dieser Frage gehe ich nach, Jerry. Der Marquis? Wo sind Sie? Noch immer im Haus des Magiers. Du hast den Zauber der Füchse erlernt. Das hast du sehr gut gemacht. Füchse sind schwierig, aber sehr faszinierend, nicht wahr? Ja, aber was soll ich jetzt machen? Im Nordwesten gibt es einen kalten Baum. Er führt ins ewige Eis. Dort wirst du deinen nächsten Zauber finden. Suche nach dem Zugang zum kalten Baum in den Wipfeln im Nordwesten. Reisende, die des Weltenwanderns mächtig sind, sollen sich dort oben niedergelassen haben. Na gut, aber jetzt geht's also ins Eis. Ich würde doch dann bald kurz nach Hause gehen. Darf ich? Hallo? Er hört mich wohl nicht. Tja. Na gut, haben wir jetzt das Fuchssein erlernt. Das nächste wird dann wohl das letzte Zauberstück. Fuchslist. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Aha. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Täuschung? Aha, hier können wir wohl täuschen. Blaue Rübe. Eine blaue Wurzel? Okay. Und nun? Tja. Der Postfrosch. Lass uns von ihm doch mal hinbringen. Wohey! Hallo Jerry, du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Ja, wohin? Gute Frage. Mein Fahrrad hat mich weit gebracht. Einmal hat es mich im Stich gelassen. Fahrtbaumwäldchen. Sogar jetzt, nachdem es im Eis feststeckt. Kalter Baum, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, wo? Da kann ich dich leider nicht hinbringen. Müssen wir erst freischalten. Schade. Ich habe vor ein paar Nächten von einem seltsamen Baum geträumt. Er stand auf einer riesigen Lichtung. Auf geht's. Halt dich fest. Dann gehen wir erst mal hier hin. Bis später. Oh wei. Nee, hier wollen wir nicht hin. Hier sind die gruseligen Gestalten. Bei Nacht. Oh, okay, hier sind wir wieder. Der erste Portalbaum. Können wir hier mit dem Fels flüstern? Spinnnetz. Warum nicht? Schönes Netz und keine Spinne weit und breit. Die baut sich sicher gerade irgendwo ein viel schöneres Netz. Okay, hier ist ein Nagel hindurchgetrieben. Tja, wofür wir das Netz noch brauchen werden, weiß ich nicht, aber gut.
Okay, gehen wir erstmal zurück nach Mauswald. Da läuft es noch so schön grün. In die Stadtmitte. Okay, hier haben wir alles schon. Tja. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr weiter. Hier waren wir schon oft genug heute. Im Teichgebiet haben wir jetzt den Sumpf freigeschaltet. Versuchen wir es mal wieder bei den Zwergen. Okay, die arbeiten. Die sind nachtaktiv, die Zwerge. Gut. Oh. Der Waldschrat. Ein Waldschrat. Oh, hallo, du. Ich dachte, ich wäre allein. Das ist schon wieder eine Geschichte für uns. Du gehst nachts durch die Welt, bewegst dich hinter den Kulissen. Dort finde ich viele meine Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Waldzwerge, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Ja, Nummer 3. Gefällt dir meine Geschichte? Spiel von Lob. Und sehr gut. Vielleicht. Okay, jetzt haben wir hier. Nein, das wollte ich nicht, aber ja gut. Ich wollte eigentlich zu den Geschichten gehen. Die werden wir uns wohl auch noch anhören müssen. Gut. Wir haben ein alter Spinnenweber. Bonussammlung. Hörbuch. Ja, 4, 5, 7 und 8 fehlen uns noch. Wir müssen uns wahrscheinlich das ganze Hörbuch immer anhören, um eine Lösung zu finden. Wir spielen aber erstmal weiter. Und? Okay. Alles klar. Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Tja, irgendwas sagt mir, dass ich das jetzt hier. Das jetzt hier mit dem Fenster benutzen sollte. Ich werfe dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Okay. Alles klar. Und nun das hier. Und jetzt? Gehen wir den schönen Rad. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Das geht ganz bestimmt nach hinten los. Und let's go. Was auch immer das jetzt bringen soll. Das hat doch mal geklappt. Was auch immer wir jetzt. Ja, gut. Okay. Jetzt haben wir hier gebändigter Zweig. Und das Seil kappe? Besser nicht. Wäre ein gutes Katapult. Aber ja. Es macht momentan noch keinen Sinn, aber das brauchen wir bestimmt später noch. Aha. Aha, aha, aha. Okay, die Zwerge schlafen noch. Okidoki. Im Überschwemmungsgebiet. Da sind wir wieder zurück. Das überschwemmt ist hier nicht mehr, der Sumpf ist noch frei. Aber ist trotzdem noch ziemlich schwemmig. Aha. Pilze.
Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssen noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Vielleicht können wir jetzt... Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Ins Schneegebiet. Warum nicht? So hier, Grünwuchspilze. Na, mal sehen, ob das klappt. Bartkatz. Und bitteschön, eine Treppe. Eine Treppe aus Pilzen. Ich geb's zu, ich bin von mir selbst beeindruckt. Noch besser wäre natürlich eine Pilzrolltreppe gewesen. Haha. Na dann, hinauf. Jetzt können wir in ein neues Gebiet. Ui. Motte. Ui, ganz schön hoch hier. Und kalt. Was ist denn das für einer? Ein gruseliger Mottenmann. Naja, das ist wirklich ein bisschen gruselig. Sieht auch seltsam aus. Er scheint förmlich zu flüstern. Jerry, komm näher. Ich habe ein Portal verschluckt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Hinterer Bereich. Dürfen wir gerade noch nicht hin. Bah, Motten. Schläft tief und fest am helllichten Tag. Ich wünschte manchmal, ich dürfte das, statt zur Schule zu gehen. Dann könnte ich die ganze Nacht wach bleiben und Comics lesen. Sind nicht meine liebsten Wesen, die Motten. Okay. Schläft tief und fest am helllichten Tag. Ich wünschte manchmal, ich dürfte das, statt zur Schule zu gehen. Dann könnte ich die ganze Nacht wach bleiben. Ja, okay, das sagtest du bereits. Schläft also am Tag. Vielleicht können wir jetzt bei Nacht mit ihr reden. Ja, vielleicht klappt das jetzt. Da ist es dunkel, aber ich sehe ein Leuchten am Ende des Tunnels. Hoffentlich ist das das Portal und nicht irgendwas anderes. Ja, das Leuchten am anderen Ende des Tunnels könnte auch ein herannahender Gehzug sein. Entschuldigung. Ich suche nach einem Baumportal. Haben Sie sowas in Ihrem Nest, zu Hause? Und wenn ja, dürfte ich es sehen? Oder durchlaufen? Ist das ein Ja? Einmal blinzeln für Ja. Sie blinzelt nicht. Ja nicht. Hallo? Herr Motte, ich hätte da mal eine Frage. Wenn wir Oma besuchen, muss ich auch immer laut sprechen. Und wenn man laut genug schreit, klingt kann ich mir vorstellen. Richtig. Keine Nichtflügler. Keine Nichtflügler? Oh, Entschuldigung. Frau Motte. Bitte was? Nichtflügler. Deine Schwingungen entfremden den Ort. Oh. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ich glaube, das ist ein Privatbereich für Insekten. Schade, dass ich keine Flügel habe. Oh Mann, ich fürchte Schlimmes. Fuchsnest? Bitte nicht. Wow, irgendwas kribbelt bei mir. Oh nein. Bitte nicht. Okay. Wollte gerade sagen. Nur ein paar kleine Flügel. Ja, dir auch. Für wahr. Du hast ein. Ich dachte gerade, er wird gleich zur Mutter. Er mutiert. Ach ja? Verzeih, dass ich sie vorher übersah. Wir dachten schon, wir wären die einzigen vernunftbegabten Flügelträger in dieser uns zur Heimat gewordenen Stunde. Aha. Ich kann die Flügel fühlen, aber ich glaube, ich bilde sie mir nur ein. Und die Nachtfalterin sieht sie auch. So fühlt es sich also an, wie Kitsune zu sein.
Aber was wohl ihre richtige Gestalt ist? Und was sie wohl gerade macht? Ob ich sie bald mal wiedersehe? Du stehst dir selbst im Dialog, Einheimischer. Priesterin Phosphora wartet im Tempel. Mit Phosphora? Sie würden sich freuen, interessante Name, einen einheimischen Nachtfalter begrüßen zu dürfen. Nachtfalter. Okay, ich lauf dann mal durch, okay? So folge dem Weg, der dir gewiesen, so wie auch wir es tun. Na dann, folgen wir dem Weg, der uns gewiesen. Ui. Na, Honor. Ist das kalt hier? Oh, das muss die Priesterin Phosphora sein. Summ? Was für ein Geräusch machen Motten überhaupt? Schöne Nacht heute. Nur widerliche, ekelhafte. Meine Augenfacetten täuschen sie? Geht dort ein Nachtfalter? Genau. Hespera hat dich eingelassen, aber es geht ihr gut. Es liegt in der Luft. Du musst ein wohlgesinnter Nachtfalter sein. Das bin ich. Allerdings. Für einen Moment hatte ich befürchtet, der Zauber würde nur bei einer Motte auf einmal wirken. Von wo kommst du? Unsere Gemeinschaft bist du nicht angehörig. Nein, ich komme von... Du trägst sie nicht. Von... Ja, ich bin von ganz weit weg. Ja, von weit, weit weg. Weg. Und daher komme ich. Doch wisse, nur die Not hält uns noch an diesem kalten. Aha, okay. Flügelte Statue. Ist das jemand von euch? Ein Abbild unserer Hohepriesterin. Sie sieht sehr hübsch aus, wie der Mondschein. So war sie immer. Und sie wird es wieder sein, wenn sie erst geschlüpft ist. Woher wisst ihr das, wenn sie doch noch in dem Ei ist? Sie kommt und geht wie das Mondlicht. Wiedergeburt. Und bald kommt wieder ihre Zeit. Aha. Topf mit Erde. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Okay, ein Flachsbüschel. Ein Büschel. Nehmen wir es mit. Vielleicht ein Staubwedel. Ich leih mir den mal aus. Okay. Ein Flachsbüschel. Ein Wedel, meinst du? Hier so, oder? Natürlich. Passt. Jetzt haben wir hier einen Staubwedel. Ein langer Pinsel. Okay. Na dann. Wieder hinunter. Hat ich gerade mit den Flügeln geschlagen? Kam mir fast zuvor. Ich habe gerade kurz nicht hingeschaut. Wieder hier. Okay. Ein bisschen Rübensaft. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Jetzt habe ich einen klebrigen Pinsel. Okay. Irgendwann wird das wahrscheinlich Sinn ergeben. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Aha, okay.
Da muss kein Kind. Jetzt muss ich hier. Nein. Nein. Okay. Oh Mann. Okay, da muss was ran. Schön tief runter, okay. Das mache ich besser bei Tag. Ah, also lieber bei Tag beschmieren. Verstehe. Lass es Tag werden. Nachts sind hier sowieso die Zwerge. Beobachten alles. So. Na toll. Okay, jetzt ist der Ast klebrig. Jetzt können wir das Spinnennetz loswerden. So, zack. Super. Was auch immer wir damit noch machen wollen. Jetzt haben wir hier ein Katapult oder sowas ähnliches. Aha, okay. Wow. Ui. Der Schnürsenkel ist gerissen. Das war's dann wohl mit meinem schönen Wurfanker. Aha. Oh. Jetzt hat sich dort ein Ding drin verfangen. Das können wir bestimmt gebrauchen. Aha. Okay. Da haben sich Pusteblumenschirmchen im Netz verfangen. Aber so komme ich da nicht ran. Der Schnürsenkel ist gerissen. Okay. Mit dem Stock vielleicht. Natürlich. Ich habe ein Pusteblumenschirmchen. Was auch immer. Ja gut. Zur Vorderseite des Hauses. Na dann. Zurück zur Radiostation. Können wir doch jetzt hier wieder hoch. Vielleicht können wir mit dem Pusteblumenschirmchen etwas ausrichten bei den Motten. Ah, jetzt haben wir wieder die Flügel an. Auf einmal. Oh, Pusteblumenschirmchen. Ein riesiges Pusteblumenschirmchen. So riesig war das gar nicht. So, lass es Nacht werden. Nachts sind die Motten nur aktiv. Ja. Okay, hier wieder hinein. Gut, hier kommt auch bestimmt jetzt wieder Grünwuchs. Nichts, da ist wohl nicht. Okay, vielleicht können wir das hier. Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Ja. Wachse und gedeihe. Eine würdigere Gabe für die Königin, für die Göttin. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon wärmer, doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Okay. Na dann. Grünwuchs. Es funktioniert. Ui. Sie wächst. Pusteblume. Es funktioniert. Löwenzahn. Hurra! Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben.
Eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Danke, aber... Du suchst das Portal. Ein weiteres Portal. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden willst, die wir hinter uns gelassen haben, ist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohepriesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt, weiterzuziehen, genauso wie auch dir. Weiterziehen. Aha, na dann. Ich nutze kurz mal die Möglichkeit, mal zwischenzuspeichern, ab ins Speichermenü. Einmal speichern. Das ist nicht unklug. Und dann beende ich diesen Part an dieser Stelle, diese Aufnahme zumindest erstmal. Und mache eine kleine Aufnahmepause. Und ja. Man sieht sich. Weiter geht es durch das Portal.